Herzlich willkommen zurück zu Siberia, The World Before. Ich frage mich, was Leon in ihr sieht. So vernarrt habe ich ihn noch nie erlebt. Danke fürs Kommen, Dana. Wie war deine Schicht? Gut, wie üblich. Ich bin hier gleich fertig. Dann mache ich uns eine schöne Tasse Tee. Wow, das sieht ja futuristisch aus. Was ist das? Ach, dieses kleine Ding hier ist mein Abspielgerät. Darum kommt es in die Truhe. Wozu ist das gut? Zum Zusammenstellen und Schneiden der Einlichtmuster. Der was? Einlichtmuster. So nennt man die ungeschnittenen Filmstreifen. Für heute bin ich fertig, also sei so gut und leg es in die Truhe, ja? Würde ich, wenn ich wüsste, wie. Dreh einfach den Schlüssel im Schloss. Ja, Zeitwechsel. Dank des Dokuments, das Kate 2005 gefunden hat, können Sie die Ereignisse der Vergangenheit, die dort beschrieben sind, selbst erleben. Nutzen Sie die Informationen, die Dana in der Vergangenheit gewinnt, um mit Kate weiterzukommen. Drücken Sie LB, um zwischen Kate und Dana zu wechseln. LB, 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 also links. Okay. Den Schlüssel aus der Truhe holen. Ist das jetzt die Truhe? Der hier. Okay, wir haben den Schlüssel. Dana, sei ein Schatz und verstaue den Schlüssel sicher. Bei diesen Bergbewohnern hier kann man nicht vorsichtig genug sein. Besonders die kleine Leni schnüffelt ständig an meiner Ausrüstung herum. Wo kommt der normalerweise hin? Dort drüben habe ich ein kleines Versteck. Aha. Okay, perfekt, perfekt. Soll ich den Schlüssel hier reinlegen? Ja, sei so gut. Ein praktisches Versteck. Wer hat das gemacht? Oh, Herr Gustav. Er weiß nur zu genau, dass manche Gäste ihre kleinen Geheimnisse haben. Ich muss nur noch die Dreharbeiten für morgen vorbereiten. Dann können wir nach Herzenslust plaudern. Könntest du mir aus der Dunkelkammer schnell eine neue Rolle Film holen? Dann sind wir fertig. Ja, kann ich. Aber ich möchte das eben in der Gegenwart machen. So, da steht eine Kiste drauf. Können wir die hier irgendwie wegmachen? Perfekt. Bah, weg mit dir. Oh, süß, süß. Yes. Wir haben Superkräfte mit der Gegenwart und der Vergangenheit und überhaupt. Perfekt. Das ist aber mal cool gemacht, muss ich sagen. So, jetzt habe ich hier total vergessen, was wollten wir jetzt überhaupt öffnen? Achso, genau, da wollten wir einen Schlüssel reinmachen. So, benutzen. Nein, halt, da war doch gerade. Wo finde ich die Kombination für den Mechanismus? Ach, ist das scheiße. So, was soll ich jetzt hier machen? Kombination für das Bildschloss finden. Genau. Aber wie? Moment. Sie müssen das im Dokument beschriebene Ende der Ereignisse in der Vergangenheit erreichen. Erkunden Sie die Vergangenheit jedoch weiter. Alle Informationen, die Sie brauchen, um im Jahr 2005 weiterzukommen, es liegt an Ihnen. Ja, das... Verflixt. Hier enden Juntas Notizen. Unmöglich zu wissen, was als nächstes passierte. Aber vielleicht hilft mir das, was ich gelesen habe, die Truhe zu öffnen. Na komm, geh ein Stück weiter. Sie haben da aber eine Menge Ausrüstung. Wie können Sie sich das denn alles leisten, wenn ich fragen darf? Ach, das ist leicht. Besonders, wenn man ein paar großzügige Kunstmäzene kennt, meine Liebe. Okay. Hier
brauchen eine Kombination. Vier Bildchen waren es, glaube ich, eben. Deine Fotos sind so schön. Ah, sie stellen alle ein Element der Tier- und Pflanzenwelt der Berge dar, die ich kürzlich fotografiert habe. Ich nutze sie als Liste zum Abhaken. Eine Checkliste, hm? Was bringt mir das? Eins ist ein Haus. Moment, ein Haus. Haus, Aufzug. Fluss. Und ein Gamsbock wahrscheinlich. Haus, Aufzug, Fluss und ein Gamsbock. Haus, Aufzug, Fluss. Oh, und ein Gamsbock. Hier sind die Filmrollen, um die mich Junta gebeten hat. Haus, Aufzug, Fluss und ein Gamsbock. Moment, wir probieren mal eben. Da ist aber kein Haus. Das ist doof. Da ist ein Gamsbock. Ein Fluss ist allerdings auch nicht drin. Könnte die Natur vielleicht noch sein? Ja, und der Aufzug, der ist auch nicht drin. Hast du die Fotos von den Sportlern gemacht? Dann bist du nicht oft einsam. Sieh sich einer unsere süße kleine Kellnerin an. Du kannst ja richtig frivol sein. Das nennt sich Kunst, Liebes. Meine Arbeit zielt darauf ab, jede Facette der Jugend und Vitalität des menschlichen Körpers zu erkunden. Sieht ganz so aus. Okay, hier ist nichts. Na gut, die wollte jetzt die Filmrolle haben. Kann ich denn hier noch irgendwas anderes machen? Da sind noch zwei Sachen. Rechts scheint nichts mehr zu sein. Herrn Gustavs Radio. Er hat es umgebaut. Vermutlich, weil die Berge die Funkwellen hier oben blockieren. Das ist alles schön, aber das bringt mich alles nicht weiter. Hast du das Foto gemacht? Natürlich. Wie konntest du sie beim Training filmen? Oh, das war ein Auftrag. Da hatte ich Glück. War zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Natürlich habe ich mich auf die Chance gestürzt, weil ich dadurch Leon endlich mal in Aktion filmen konnte. Ah, Moment. Und Herr Höss, was macht er bei der Ursprungsexpedition? Leider haben alle von den braunen Schatten finanzierten Expeditionen so einen Aufpasser. Er ist dabei, um sicherzustellen, dass ihre Mittel so verwendet werden, wie sie es wollen. Mit anderen Worten, dass es keine Abweichungen von ihrer Ideologie gibt. Wie konntest du sie beim Training filmen? Oh, das war ein Auftrag. Da hatte ich Glück. War zur richtigen... Wie bist du mit Leon zusammengekommen? Ich meine, wie seid ihr... Wir sind nur befreundet, wenn es das ist, was du wissen willst. Das bringt mich aber trotzdem nicht weiter. Das war das hier, ne? Ja. Dann gebe ich ihr mal den Film, würde ich sagen. Verflixt. Hier enden Juntas Notizen. Unmöglich zu wissen, was als nächstes passierte. Aber vielleicht hilft mir das, was ich gelesen habe, die Truhe zu öffnen. Nicht wirklich. Tja. Wir haben ja eigentlich nichts gelesen, was uns jetzt wirklich... Oder nichts gemacht, wie auch immer, was uns jetzt wirklich
weiterhilft. Ich meine, gut, die Fotos, okay. Ich habe irgendwie so das Gefühl, die könnten damit zu tun haben. Es könnten vielleicht auch die Berge sein. Ist dann das Haus der Wald? Das ist die Natur oder so? Wald, Berge, Blumen. Moment. Wald, Berge, Blumen. Oder ist nur das Letzte gemeint? Das kann natürlich sein. Ich schreibe mir das mal besser auf, bevor ich das komplett vergesse. Ich denke mal, das ist von oben nach unten. Also Ziege, Blume, Berg und Baum. Ich weiß natürlich jetzt nicht, in welcher Reihenfolge. Aber das könnte es tatsächlich sein. Ich bin so doof. Moment. Also Ziege. Blume. Berg. Baum. Na, Ah, Gott. Okay. Okay, was ist das? Oder muss man da den... Nee, den Film einlegen noch nicht. Woher soll ich wissen, wie so ein Ding funktioniert? Ich muss irgendwo den Film einlegen, nehme ich mal an. Abspielgerät benutzen. Ja, toll. Ich kann aber nichts einlegen, so wie das aussieht. Ah, oder ich kann es da machen. Das falsch. Wieso ist das falsch? Sag die einfach falsch. Okay. Muss ich das irgendwie da drüber wickeln oder so? Keine Ahnung. Ist aber auch kompliziert heute. Okay, also das ist die Expedition, wie es begann, nehme ich mal an. War das nicht dieser komische Grießkram? Die haben das ja damals richtig geil gemacht, ohne Absicherung, ohne alles. Oder was sollte das jetzt darstellen? Ich habe keine Ahnung. Aber so richtig schlau werde ich jetzt hier noch nicht draus. Ich meine, gut, das ist ein Stummfilm. Leider können wir nichts hören, was die sagen.
Er hat natürlich wieder die beste Aussicht. Es war scheinbar auch zu einem Zeitpunkt, wo die noch zusammen waren. Und sie mochte das gar nicht, dass sie dabei gefilmt, oder dass er dabei gefilmt wurde, besser gesagt. Kann ich natürlich nachvollziehen. Und jetzt sitzen sie wieder da. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass sie die ganze Zeit nur am Essen oder am Trinken waren und irgendwie über die Expedition geredet haben, aber noch nicht wirklich was gemacht haben. Zumindest kann man jetzt nicht viel feststellen, also nicht viel mehr, als man vorher schon wusste. Ach ja, stimmt ja, er hat ja das Bild gemacht. Wenn die sich nicht immer bewegen würde, ne, dann wäre das auch einfacher mit dem Zeichnen. Beziehungsweise mit dem Malen, er hat ja einen Pinsel. Na, ist echt schade, dass man nicht hört, worüber die reden. Entweder lacht sie geradeaus oder sie freut sich so sehr darüber, dass das so schön geworden ist. Vielleicht auch ein bisschen was von beiden. Ja, haben wir jetzt ein neues Ziel? Abspielgerät benutzen, haben wir doch schon gemacht. Interessante Aufnahmen. Mal sehen, was auf der anderen Rolle ist. Okay. Das heißt, der muss zurückgespult werden. Und den können wir dann einsetzen. Aber wir müssen das Ganze wieder, na komm schon, wieder rüberziehen. Ja, habe ich doch schon gemacht. Komm schon. So. Und so. Oh, jetzt kann ich mit dem Film interagieren, oder wie? Okay. Na komm. Okay. Leere Rollen, so wie es aussieht. Oder ist da was drin? Eigentlich war was drin, ne? Tagebuch anscheinend. Eine Fotokamera. Aber so richtig aufschlussreich sind diese Sachen jetzt tatsächlich nicht. Okay, sie wollte sie anscheinend nicht stören. Mit dem linken Stick bewegen. Das kann ich nicht. Ich kann nur mit dem rechten Stick bewegen. Ach so, ich kann nach vorne gehen. Okay. Aber ich kann immer nur in eine Richtung gehen. Okay. Alles so ein bisschen seltsam irgendwie.
Also seltsam zu interagieren, muss ich sagen. Weil ich hier tatsächlich... Ich würde mich gern bewegen, aber der stockt immer wieder. So ganz komisch. Ja, genau. Schließ die mal einfach oben ein. Kein Thema. Okay, der darf nicht wissen, dass sie filmt. Warum? Nicht, dass jetzt hier so eine Art Blair Witch Project kommt oder so. Und dann springt ja gleich so eine Hexe irgendwo raus. Wobei, naja, im Original Blair Witch habe ich ja auch keine Hexe gesehen. Ich habe den dreimal angeguckt und weiß bis heute noch nicht, wer die Hexe sein soll. Beziehungsweise wo die sein soll. Hi. So, schauen wir mal. Vielleicht hat sie ja irgendwas gesehen, was sie nicht sehen durfte oder so. Nicht gesagt, dass sie einen Streit zwischen Dana und Leon gefilmt hat. Ich spreche besser nochmal mit ihr darüber. Ja, dann werden wir das noch eben machen. Hup dich selber. Wir haben eine Aufgabe. Ich hoffe, dass man es draußen nicht allzu laut hört, aber wir haben hier immer noch 27 Grad im Schatten. Deswegen, Moment, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Achso, ich bin nur eins runtergegangen, ich Idiot. Ja, klar, ich muss ja ganz runter. Deswegen habe ich nämlich das Fenster mal wieder offen und es könnte sein, dass es etwas lauter ist jetzt auf der Aufnahme. Trotz beruhigter Nebenstraße und trotz Dorf, wo ich drin wohne. So, jetzt mal Butter bei den Fische. Wo bist du? Komm her, ich muss mit dir reden. Nein, geh daran vorbei. Los, nicht wieder stehen bleiben. So. Demoiselle Leni, ich habe ihre Filmaufnahmen von Dana und Leon gesehen. Junta hat sie also behalten. Sie war so sauer, als sie bemerkt hat, dass ich an ihren Sachen war. Die hatte mit Sicherheit selbst ein paar Geheimnisse. Ich weiß, es ist ewig her. Aber erinnern Sie sich, was an jenem Tag zwischen Dana und Leon passiert ist? Sie können es einfach nicht sein lassen, was, Fräulein? Aber wie Sie meinen. Da Junta mich nie ihre Kamera benutzen ließ, beschloss ich, sie nicht mehr zu fragen. So konnte sie nicht Nein sagen, oder? Und da hörte ich sie streiten. Wie konntest du dem nur zustimmen, Leon? Wie konntest du? Ich sage doch, ich hatte keine Wahl. Der Bergführer vor Ort in Baltaya kann es nicht machen. Er ist verletzt. Es gibt genug andere Bergführer in Wagen. Warum du? Sag ihnen, sie sollen sich jemand anderen suchen. Dana, ich wollte es dir nicht sagen, aber... Aber was? Frank Höss, dieser Rohling von neulich. Er hat diese Entscheidung getroffen. Mit anderen Worten, er rächt sich an mir, indem er mich mit der Expedition ans andere Ende der Welt schickt. Und er sagt, wenn ich mich weigere, passiert etwas. Nicht nur mir, sondern auch dir. Was meinst du damit? Du weißt, was ich meine. Du bist Vagaranerin, genau wie deine Eltern. Höss sagt, es dauert nicht mehr lange, bis die braunen Schatten an der Macht sind. Und er hat deutlich gemacht, dass etwas im Busch ist und dass du und deine Eltern die Ersten auf der Liste sind. Welche Liste? Weiß nicht, aber das kann nichts Gutes sein. Er sagte, andere Vagaraner würden folgen. Herr im Himmel. Dana, Liebste, die Welt ist verrückt geworden. Versprich mir, dass du sehr vorsichtig bist. Alles wird gut, wenn du nur auf dich aufpasst und auf deine Worte. Ich bat Junta, dir beizustehen, für alle Fälle. Ich bin nicht lange fort. Ein halbes Schuljahr an der Musikakademie. Zu Weihnachten bin ich wieder da. Versprochen. Oh, komm her zu mir, mein süßes Edelweiß. Nenn mich nicht so, du weißt, ich mag das nicht. Aber es stimmt doch. Genau das bist du, mein süßes Edelweiß.
Wenn du so weitermachst, Leon Kobatis, bekommst du auch einen Spitznamen. Na dann. Gut. Bergliebhaber, Hochlandmaler, Kletterkünstler. Kletterkünstler, glaube ich, ist ganz gut. Von jetzt an nenne ich dich meinen Kletterkünstler. Du kannst dir guten Namen ausdenken, gefällt mir. Wunderschön, nicht wahr? Ich könnte für immer hier bleiben. Fräulein Walker, ich habe Ihnen alles gesagt. Ich hoffe, jetzt haben Sie, was Sie brauchen, um endlich weiterzureisen. Danke, Demoiselle Leni. Aber da ist noch eine Sache. Sie haben eine Musikakademie erwähnt. Die müssten Akten und Archive haben. Vielleicht kann ich dort herausfinden, ob Dana eine Adresse hinterlassen hat. Na, die ist nicht verschwunden. Sie ist immer noch in Wagen. Gehen Sie ins Musikerviertel. Sie liegt direkt am Musikplatz. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen, also wenn es Ihnen nichts ausmacht, Fräulein. Danke. Dort werde ich meine Suche fortsetzen. Ist es das wirklich wert, weiter nach Dana zu suchen? Ist das nicht nur so ein Luftschloss, Fräulein? Mir scheint, dafür haben Sie eine Vorliebe. Ich sehe es lieber als Berufung. Außerdem habe ich kaum eine Wahl. Dank Ihnen ist sie jetzt ein Teil von mir. Wie Sie wollen. Ich hoffe, Sie werden finden, was Sie suchen. Danke. Vielen Dank. Ich denke, ich habe alles, was ich von hier brauche. Ich sollte zurück in den Gasthof fahren und mich ausruhen. Gleich morgen früh fahre ich zur Musikakademie. Ja, das werden wir tun. Aber bevor die Folge zu lange wird, werden wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.